Nach Knieoperationen ist es ganz wichtig, dass man das Knie bewegt und auch wieder anfängt, die Muskulatur zu trainieren. Aber natürlich nur so fein, wie das auch erlaubt ist. Häufig haben wir ja auch Einschränkungen in der Belastung, wo man vielleicht nur 15 Kilo draufstehen darf. Und wir haben natürlich auch noch eine Pfundschwellung, je nachdem, wie der Körper genau reagiert. Zum Bewegen ist es ganz einfach. Im Liegen, ich zeige es nachher auch noch im Sitzen, tut man einfach den Fersen richtig Gesäß über das Bett oder über den Boden, wenn man am Boden ist, ziehen, bis zu dem Winkel, wo man beugen darf und streckt das Bein nachher wieder zurück. Darum geht es, dass vor allem das Kniegelenk ein bisschen Schmierflüssigkeit bekommt, dass wir auch helfen, mit dieser Bewegung die Schwellung wieder abzubauen und dass sich der Körper nicht verliert, die Kniebewegung zu machen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist die Spannung des Oberschenkelmuskels. Dort ist es ganz besonders wichtig, wenn Sie eine Kreuzbandverletzung haben, dass Sie gleichzeitig auch immer den hinteren Oberschenkelmuskel mitspannen. Damit man nicht in die Überstreckung kommen vom Knie, immer ein kleines Tüchli unter das Knie drunter legen, wo man die Kniekehle gegenpressen könnte. Und jetzt geht es darum, dass man versucht, die Kniescheiben aufzuziehen Richtung Nase. Und Sie sehen bei mir, wie mein Oberschenkelmuskel anfängt, anspannen und dann wieder lösen. Der Fersen sollte sich nicht vom Boden weglüpfen, sondern im Gegenteil, der Fersen drücken sie gleichzeitig auch wieder ein bisschen abdrücken in den Boden. Das hilft nämlich, dass sie jetzt eben auch den hinteren Oberschenkelmuskel anspannen. Wir nennen das darum auch die Mantelspannung. So, jetzt haben wir den ganzen Oberschenkel, der richtig schön um die ganze Struktur herum anspannen und wieder lösen. Da gibt es zwei Varianten. Die ich jetzt Ihnen gerade zeige, sie spannen an und sie lassen wieder los. Oder sie spannen an, bleiben 10 Sekunden in dieser Spannung. Am Anfang ist das einmal eher ein bisschen schwierig, das ist dann eher ein bisschen für die Fortgeschrittenen. Und nach diesen 10 Sekunden lassen sie wieder los. Bevor wir jetzt ins Sitzen gehen, möchte ich noch etwas über das Lagern sagen. Wichtig ist, wenn das Knie geschwollen ist, dass Sie das Knie möglichst hoch bringen durch den Tag durch, immer wieder mal herliegen. Grundsätzlich sagen wir höher als Herz. Wichtig auch, dass Sie dann nicht die Knieposition immer in einer Beugung wählen, sondern ruhig auch so viel unter das Bein unterlagern, dass das Knie wirklich angenehm gestreckt ist und der Oberkörper wirklich auch deutlich niedriger als das Bein, dass die Schwellung wieder zurückfließen kann. Beweglichkeit und Aktivierung des Muskels geht ganz gebig auch im Sitz. Hier dafür ganz nach vorne sitzen, dass man nur noch auf der Kante ist. Und dann kann man hier auch wieder das Knie beugen und strecken, dass man wieder schön führen und hinten schleifen. Geht manchmal fast ein bisschen gebiger. Oder man bleibt am vordersten Punkt, tut den Vorfuß ein bisschen lüpfen und versucht dann ebenfalls wieder den Oberschenkelmuskel anzuspannen und gleichzeitig die Ferse in den Boden hineinzudrücken. Von der Intensität her ist es genau gleich wie im Liegen. Viel Spass beim Üben!